Hey Leute, Philipp von LBM Bikers Outfit hier. Ich zeige euch heute mal einen richtigen Verwandlungskünstler unter den Tourenjacken, und zwar das Modell Agadir von der Firma Büse. Vom Schnitt her ist die Agadir-Jacke erstmal eine richtig typische Motorradjacke, wie man sie so kennt. Lang geschnitten, geht ein bisschen über die Hüfte runter, und so ein Schnitt bietet ja auch diverse Vorteile. Ihr habt zum Beispiel viel Stauraum, vorne rechts und links eine große Tasche, hinten auch eine große Tasche, wo man diverse Sachen reintun kann, und dass man eben auch immer gut zugedeckt ist. Wenn man die Jacke jetzt mal mit einer Kevlar-Jeans fahren will oder ein bisschen leichter unterwegs ist, hat man da nicht so schnell die Zugluft am Rücken. Anfühlen tut sich die Agadir-Jacke übrigens echt super. Das liegt an der Materialzusammensetzung, die wir hier haben. Die Großfläche der Oberjacke besteht wieder aus diesem schön weichen und anschmiegsamen Taktilgewebe. Wir haben hier noch ein paar Verstärkungen für die zusätzliche Sicherheit auf den Ellbogen und Schultern und geschickt platzierte Stretch-Elemente, wie da hinten zum Beispiel an der Schulter, sorgen dafür, dass ich mich in dem Ding echt frei bewegen kann. Was die Einsatzmöglichkeiten dieser Jacke angeht, meiner Meinung nach super fürs ganze Jahr geeignet. Ich habe hier unter der Außenjacke diese wind- und wasserdichte Membrane. Die kann ich ganz einfach über die Reißverschlüsse entnehmen. Und wenn es mir im Sommer zu warm wird, schmeiße ich sie raus und fahre schön angenehm kühl durch die Gegend. So, und jetzt kommen wir zum besonderen Kniff der Jacke. Das, was sie allen anderen Jacken, die wir im Moment im Sortiment haben, voraus hat. Stellt euch vor, es ist ein richtig heißer Sommertag und ihr wollt unbedingt gerne Motorrad fahren, geht aber in eurer Klamotte kaputt. Dann hat die Agadir extra für diesen Zweck hier einen großen Latz, den ich ganz einfach über diese Reißverschlüsse, hier unten ist noch eine Knopfbefestigung, die man lösen muss, abnehmen kann. Und darunter kommt eine Meshfläche zum Vorschein. Das Ding geht natürlich nicht nur beidseitig auf der Brust los, sondern es geht auch richtig weit hinten den Rücken runter. Das werde ich euch gleich zeigen. Und dieser Meshstoff lässt den Wind fast ungehindert auf den Körper durch. Ihr habt noch zusätzlich die Möglichkeit, das ein bisschen durch die Membrane zu regulieren. Jetzt ist hier noch eine Membrane drunter, die ja auch technisch gesehen winddicht ist. Ich würde aber diesen Windchill-Effekt, diesen Kühleffekt jetzt schon deutlich merken. Und wenn ich die Membrane hier unten drunter wegnehme und dann fahre, also viel luftiger wird es nicht mehr. So, ich habe mich jetzt mal komplett befreit von diesem Ding, und das hier ist der Latz, den ich eben noch an der Jacke getragen habe. Eine Besonderheit, die ich noch unbedingt erwähnen möchte, auch wenn er an der Jacke installiert ist, habt ihr große Belüftungsreißverschlüsse auf dem Rücken und an der Jacke auch eh an den Armen große Belüftungsreißverschlüsse. Das heißt, die Jacke ist nicht nur für mega warm oder sehr kalte Tage geeignet, auch alles dazwischen, jedes Szenario, was man sich so vorstellen kann, unterwegs kommt die Sonne raus, man fährt mal abends länger und es wird frisch, kann man mit dieser Jacke super steuern, indem man einfach an allen Bereichen die Temperatur gut regulieren kann. Was die Sicherheit angeht bei dem abgenommenen Latz, müsst ihr auch auf nichts verzichten, weil diese Verstärkung an der Schulter, von der ich eben gesprochen habe, setzt sich hier auch fort, obwohl das Ding ab ist. Also der Abriebschutz ist immer noch gut gewährleistet. Kommen wir zur Luft. Nicht nur hier vorne große Meshflächen, sondern auch hinten im Rücken ein riesiges Fenster. Mesh ist einfach dieses Netzgewebe, was den Wind fast ungehindert durchlässt. Ich kann hier sogar jetzt noch zusätzlich regulieren. Entweder entscheide ich mich, die Membrane hier drunter zu lassen, die ja technisch gesehen winddicht ist, aber auch mit eingebauter Membrane gibt es immer diesen Windchill-Effekt. Das heißt, er würde mich schon ganz gut runterkühlen. Und wenn ich es noch luftiger haben möchte, nehme ich die Membrane hier drunter raus und viel kühler kann ich eigentlich nicht mehr Motorrad fahren. Insgesamt ist die Agadir also eine richtig schöne, sichere Tourenjacke mit der Option auf genau die Belüftung, die ihr euch je nach Situation wünscht. Es gibt die auch noch in einer anderen Farbe, nicht nur in Schwarz-Grau, sondern auch in Grau-Blau-Rot, je nachdem, was euch besser gefällt. Kriegen tut ihr die bei uns im Webshop unter www.lbm-shop.de oder, wenn ihr euch die ganzen Details an der Jacke mal in echt anschauen möchtet, natürlich bei uns im Ladengeschäft in Bielefeld. Das war's auch schon wieder von meiner Seite. Ich wünsche euch eine hervorragende Saison, gute Fahrt und genießt das schöne Wetter.